Neuer Server, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit w21sfgame.net. Dieser Server startet in wenigen Sekündchen. Ich werde nicht aktiv zocken, aber den Serverstart sieht man sich trotzdem gerne an. Vielleicht zeige ich dann die ersten Tage, was da so abgeht, welche Leute mitzocken. Ihr könnt gerne nach Gilden suchen, in den Kommentaren, Nachrichten, vielleicht mir per Post was schicken, dann lese ich was vor. Ich helfe da immer gerne Leuten aus der Community, die Gildenleiter sind oder Gilden suchen. Am besten dazu schreiben, oh Moment mal, wie viel Abenteuerlust und so weiter. Und null, auf geht's, jetzt spielen. Warum muss ich hier Flash zulassen, etc. Was ist da los? Schilling, weiter geht's, ja komm, mach hinne. Gnom, Magier, Mann, obwohl das wäre egal gewesen. E-Mail-Adresse, Kennwort. Ich habe den Namen Schilling, ich habe den Namen Schilling, ich habe den Namen Schilling. 12. registriert ohne irgendeinem Programm. Ja, ich hatte ja so mal meinen, wie heißt das, mein Makro? Genau, da war ich Player ID 1 oder so. Auf S33, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist er, der Schilling hier. Gut, Name ist mal gesichert. Jetzt muss ich kurz mein E-Mail-Postfach checken, ob da eventuell eine E-Mail angekommen ist. Das wäre sehr praktisch. So, da bin ich direkt in der Steam-Version. Sehr schön, dass das immer funktioniert, dass der Server sofort auf Steam ist. Leider, Moment, ich muss sofort, natürlich. Leider keine Validierungs-E-Mail erhalten. Ich habe wie immer den Trick und Anführungszeichen angewandt, E-Mail ändern, aktualisieren, übernehmen, aber noch immer keine da. Ich habe auch im Spam-Ordner nachgesehen, überall etc. pp. So, wer ist denn da? Tausendster direkt. Das geht schnell. Und auf Rang 1, nein, das ist vollkommen egal. Vielleicht findet sich ja hier irgendjemand wieder aus der Community. Das fände ich irgendwie lustig. Unknown User. Quibus, Quexa, Wizard, Asteria, Serex. Noch kein bekannter Name, also noch kein für mich bekannter Name. Gilden gibt es auch schon. Und Deep South natürlich von Kotti, KO771. Der ist ja auch am Start mit Level 1. Ein Krieger, so wie immer. Ja, dann würde ich mal sagen, greife ich auch sofort jemanden an. Piotrek! Was ist los mit dir, Piotrek? Lass mich am Leben! Piotrek, was machst du? Schade, okay. So, ohne Validierungsmail will ich am Anfang eigentlich nicht zocken, deshalb warte ich jetzt, vielleicht kommt später noch was, ansonsten mache ich einfach das ganz normale Shakes and Fidget Video danach. Aber genau. Rang 12 einfach nur mit per Hand eintragen. Ja, der Schilling ist nicht eingerostet. Das geht klar. So, da bin ich wieder. Diesmal auch mit den besagten 25 Pilzen. Jetzt sind circa, Moment, 16 Uhr. 3 Stunden sind vergangen. 2 Stunden 51 Minuten, seit der Server online ging. Und ich habe nochmal meine E-Mail-Adresse geändert. Und jetzt kam die Bestätigung an. Das heißt, ich kann mir hier im Stall auch den Greifendrachen holen. Der ist ja gratis, von daher fange ich ansonsten ungerne an zu questen, obwohl der Server ja sowieso nichts wird für mich. Rein theoretisch wäre es egal. Mal schauen, was gibt es denn da so in der Ehrenhalle? Oh, Rang 7000 mittlerweile. Dann sind hier, was war das gerade, 2 leere Ränge. Und wir sehen uns mal Rang 1 an, sogar schon ein Weihnachts. Mützen-Epic, die Mütze des Bestrafers, hat Geradiel 1337, schicker Name. So, 15, 15, 16, 14, der Server wird interessant, weil es ja ein heftiges Event gibt, alle Boni gleichzeitig. Das ist vor allem für den Serverstart wirklich spitze, da darf man sich mal freuen. So, erste Quest des Tages, gibt einen Pilz, könnte man sogar ein bisschen zocken. Und immer das Krasse bei so einem Event, bei einem Serverstart, diese Dungeon-Vorsprünge, die man sich da rausholen kann, sprich durch die Erfahrungspunkte eines Dungeons, nochmal ordentlich Erfahrungspunkte extra, Level extra und dann noch mehr Gold etc. pp. Das ist ja dann alles, zum Beispiel EP verdoppelt, Gold mal 5. Da wird immer die Schere zwischen den Stärksten und den Schwächsten noch größer, also bei so einem Event eben. Ja, von daher, das kann echt interessant werden. Da werde ich definitiv so während des Events vielleicht einmal und dazwischen
beziehungsweise am Ende, während des Events ist ja dazwischen, mal vorbeischauen. Der Anfang ist immer ganz witzig, wer noch nie von neuem begonnen hat, seit sie das geändert haben oder wer das Spiel gar nicht kennt. Normalerweise sind die Quests dann 10 Minuten, 7,5 Minuten, 5 Minuten oder 2,5 Minuten. Und dass man beim Serverstart auch mehr machen kann und dass man sich helfen kann, wenn mal schlechte Quests dabei sind, dauern die hier nur wenige Sekündchen am Anfang und man kann häufig klicken, häufig was machen. Stufe 2 erreicht, sind da vielleicht Tränke drin, eine Treibsanduhr, aber die kaufe ich mir jetzt erstmal nicht. Vielleicht eine starke Waffe, 9 Durchschnittsschaden, das hat mein Krückstock auch. Von daher, danke, aber nein, danke. Ein Gürtel mit Stärke, ja, das Spiel meint wohl, ich bin Krieger oder hätte Krieger sein sollen, haben sein werden. Schade, kann man nichts machen. So, roter Gnoll macht mich kaputt. Nicht ganz. Ich mache ihn eher kaputt. Handschuhe mit Rüstung 1, endlich! Das heftigste Teil der heftigsten Teile bekomme ich hier. So ist das mal fein, würde ich sagen. Das macht echt Spaß irgendwie, also zumindest fürs Video. Wenn man so häufig die Quests erledigen kann. Da ist ein Krückstock. Die Waffe ist nämlich wichtig am Anfang. Die anderen Items gar nicht so, aber die Waffe schon. Denn es kann auch vorkommen, dass man am Anfang Quests nicht erfolgreich bewältigt. Sprich, dass man verliert. Und dann gibt es keine Belohnung oder nur einen kleinen Trostpreis oder gar nichts. Ich glaube sogar gar nichts gibt es dann. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist alles andere als gut. Okay, bei einer 10-Sekunden-Quest ist das egal. Aber wenn das dann zum Beispiel, wenn das eine schöne Quest mit einem genialen Item gerade gewesen wäre, dann schaut man in die Röhre. Dann schaut man doof rein, hat man Pech gehabt. So, Level up und ich rüste den Stock aus. Hat eine andere Waffenspanne und sieht anders aus. Level 3 bin ich mittlerweile. Ich bin der Echte, the one and only. Und wieder ein anderer auf Platz 1, nämlich the middle, Malcolm in the middle. Der hat die Stiefel des Glück. Auch weihnachtliche Epics, die dürften wohl ziemlich häufig auftauchen. Wenn man zumindest einen Dungeon bewältigt, hat auch jemand ein Epic, aber diesmal nicht weihnachtlich. Dann hier Glücksschuhe, am Anfang sind die sogar ganz witzig. Im Low-Level-Bereich ein weihnachtlicher Epic-Gürtel. Epic-Helm, was ist denn da los? Die Leute haben richtig viele Epics. Epic-Handschuhe, Epic-Brustpanzer, kein Spieler ohne Epic, der sogar 2? Was geht ab? Bei keine Ahnung, wie viele Dungeons könnt ihr bezwungen haben? 3, 4? Das ist krass. Wolkenflitzer. Und ja, auch Weihnachtsepic, etc. pp. Man sieht schon wieder sehr viele Deutschlandflaggen. Ich will es aber nur nochmal dazu sagen, da sind auch die Österreicher dabei oder Schweizer, eben alle, die auf Deutsch eingestellt haben. Korea? Alles klar. Nicht schlecht. Was ist denn eine deutsche Gilde eventuell? Madness? Hier ist ein Deutscher. Avalanche, ein Deutscher. Wolkenflitzer. Bestimmt auch Deutsch. Das Klärwerk. Die Gilde kenne ich von irgendwoher. Nur von wo ist die Frage? Das Planschbecken. 0 von 150. Das wird jetzt lustig auf neuen Servern. Die 50 konnte man nach einigen Monaten jetzt mittlerweile. Schöne Waffe, die hole ich mir. Ist zwar keine gute Quest, belohnungsmäßig, aber diese Waffe, sorry, da kann ich nicht nein sagen, die hole ich mir definitiv. So, mittlerweile ist es ja durch die ganzen Boni nach einigen Monaten durchaus möglich, 50 Raids erfolgreich zu bezwingen. Und jetzt muss man aber 150 erfolgreich bezwingen und das wird eventuell dauern, wenn man heute damit anfängt. Das ist mal eine Waffe. Jawohl, und mit der kann ich jetzt sogar in die Arena schauen, nachdem ich vorher nochmal ordentlich skille. Ich nehme den Schwächsten. Okay. Der drückt mir aber gut was rein. Warum hat denn der so viele Lebenspunkte? Ach, der ist schon Level 5. Ja, das ist dann böse. So, Freezy von Omega mit ganz vielen Unterstrichen. So sieht's aus im Schneckenhaus. So, und ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Quests erledigt und mir fehlen 2,5 Abenteuerlustpunkte. Das ist auch mal ein Ding. Was kann die Waffe? Die kann gar nichts, deshalb nehme ich die Quest mit der besten Erfahrung an. Wer neu anfängt, natürlich immer auf EP zocken, EP, 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 es sei denn irgendein Item. Und man muss es unbedingt mitnehmen oder irgendein Dungeon-Schlüssel. Aber eigentlich Erfahrung, 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 Erfahrungspunkte. Immer, immer, immer.
Jo. Dann. Das ist die Sache. Was haben wir hier? 6 Rüstung. Hui, das ist eine Versechsfachung meiner Rüstung von den Handschuhen. Was kann ich noch zeigen auf einem neuen Server? Keine Ahnung, eigentlich nichts. Ich wollte nur den Serverstart. Ich finde das immer ganz witzig. Kann man ja mal machen, oder? Unterwelt, wann ist die nochmal? Das dauert jetzt. Das werde ich am ersten Wochenende noch nicht zeigen können. Festung. Das sieht Spieltrend. Alles klar. Und die Leute haben sich schon wieder gelöscht? Spiele-Fan. Moment. Wo bin ich denn eigentlich? Ich habe mich als 12. registriert, also müsste ich eigentlich hier auf Rang 12 stehen. Hä? Ach, weil ich hier nicht reingeklickt habe? Moment mal. Was ist da los? Normalerweise, ich glaube, die Festungsrangliste, wenn da noch niemand was hat, dann geht die nach dem nach der Registrierungsnummer. Ist ja auch im Prinzip egal, aber wer ist hier der Spieltrend? Und warum bist du schon Level 13? German, 300 Alu-Player. Okay, aber ich muss jetzt hier nach Schilling suchen. Schilling. 4500, keine Ahnung, warum ich hier unten bin. Aber okay. Tut ja auch nichts zur Sache. Das ist kein Server, auf welchem ich zocken werde, möchte. Aber ich will mir immer ganz gerne den Namen sichern. Warum, weiß ich auch nicht. Aber genau. Glücksrad, stimmt, da kann ich einmal kostenlos drehen. Boah, 11 Silber bekommen. Heftig, heftig. Das Glücksrad sollte man sich bis Level 10 aufheben. Kleiner Tipp für den Serverstart. Denn ab Level 10 kann man... Wie viele Waffen ich hier bekomme? Ab Level 10 kann man mit etwas Glück im Zauberladen das Sammelalbum finden. Das dürfte dann hier sein. Und das kostet Gold. Und am Anfang wird man häufig angegriffen. Und wenn man verliert, verliert man Gold. Und das ist nicht so gut. Deshalb hebt man sich das Glücksrad auf. Dann blättert man mal nach dem Sammelalbum. Dann schnell am Glücksrad drehen. Da kommt häufig auch Gold. Oder Items, die man für Gold verkaufen kann. Da kann man sich schnell das Glücksrad kaufen. Und die fiesen, fiesen Feinde können einen nicht abfarmen. Genau. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Ich meine, ich habe eigentlich keinen Plan von Serverstart, weil ich schon lange mit den neuen Features keinen mehr mitgemacht habe. Aber das sagt mir zumindest mein gesunder Shakes and Fidget Menschenverstand, beziehungsweise Gnomenverstand, denn ich glaube, ich hatte noch nie einen Menschen als Rasse hier. Immer nur die Gnome. Gnome for life. Gnome beste, wo gibt. Jo. Also, W21 Internationale. Das war ein kleines, aber feines Serverstart-Video. Bei wem es immer mit der E-Mail-Validierung nicht klappt. Bisschen warten. E-Mail ändern. Man kann sie lustigerweise sogar auf die identische E-Mail, die man angegeben hat, ändern. Und dann kommt nochmal die Bestätigungs-E-Mail. Dann klappt das. Also, das hat sich mittlerweile verbessert. Genau. Na gut, ich würde mal sagen, viel Spaß auf W21. Für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.